Mittag. Normalerweise versuche ich immer morgens anzufangen zu lernen, aber heute war das ein bisschen anders. Ich hatte die letzten Tage schon Migräne und bin heute Morgen auch noch aufgewacht und habe mich nicht so super gut gefühlt. Also ich hatte immer noch Kopfschmerzen. Es war besser, aber halt noch nicht weg. Das heißt, ich habe heute den Morgen damit verbracht, Dinge zu tun, damit es mir besser geht. Also ich habe gegessen, ich habe Schmerztablette genommen, ich habe mich nochmal hingelegt. Ich war jetzt gerade noch duschen, weil das mir auch so ein bisschen geholfen hat mit meinem Kreislauf. Und jetzt würde ich sagen, bin ich endlich so an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich kann jetzt meinen Tag beginnen. Ich werde heute auf jeden Fall auch noch ein bisschen was schaffen und mir nicht so den Tag damit vermiesen, dass er halt schlecht angefangen hat. Ich schau mal, wie viel ich schaffe, weil so richtig fit bin ich noch nicht. Aber das ist nicht schlimm. Ich versuche einfach. Ich bin jetzt bei 2 Modulen schon relativ weit, sodass ich sagen könnte, ich schreibe bald die Klausuren. Problem ist nur, aktuell spinnt unser Internet total. Das heißt, da muss ich nochmal schauen, weil in der Klausur mit Internetausfall wäre sehr, sehr, sehr schlecht. Ich hoffe, dass das einfach die nächsten Tage wieder funktioniert und dass dann alles gut ist. Bevor ich mich jetzt aber in den Schreibtisch setze, möchte ich erst noch eine Runde rausgehen. Einfach weil draußen ist so schönes Wetter. Es ist richtig kalt. Und ich liebe kaltes Wetter, weil ich finde diese Luft so schön angenehm und frisch und ich finde es einfach so gemütlich. Ich liebe diese gemütliche Stimmung im Herbst und im Winter. Und deswegen wollte ich heute unbedingt noch rausgehen, obwohl ich heute eigentlich halt nicht rausgehen muss. Weil ich dachte, das ist vielleicht ganz gut vorm Lernen, einfach damit so mein Kreislauf nochmal ein bisschen hochfahren kann und ich mich so ein bisschen bewegen kann, weil ich halt die letzten Tage sehr viel im Bett lag. Also ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee. Und dann kann ich mich danach in aller Ruhe an den Schreibtisch setzen und mich schön warm einkuscheln und dann ein bisschen was lernen. So, mein Outfit of the Day. Ich habe eine neue schwarze Winterjacke, weil ich hatte vorher noch keine schlichte schwarze Winterjacke. Fand ich schon eigentlich sehr praktisch, so eine zu haben. Das heißt, ja, die ist noch neu, aber die ist sehr schön warm. Und der Schal ist auch neu. Auch das stand schon länger auf meiner Wunschliste. So ein Schal, der mit so Blöcken, wisst ihr, was ich meine? Aber so bunt. Aber ich fand den jetzt auch ein bisschen besser als so einen komplett bunten Schal. Weil der hat halt so schöne Herbstfarben und ich liebe das. Das ist richtig schön. Ich finde, das steht mir auch meistens relativ gut. Und das sieht halt einfach schön gemütlich und herbstlich aus. Dann habe ich einfach meine Jeans an und meine Doc Martens. Ich weiß nicht, ob das ganz toll aussieht gerade, aber ist auf jeden Fall warm. Ich habe auch hier auf der Jeans einen Wachsfleck, den ich noch rauskriegen muss. Aber ja, das ist mein Outfit. Ich bin auf jeden Fall vor allem von dem oberen Teil. Das ist sehr simpel, aber es gefällt mir sehr gut mit dem Schal. Und im Hintergrund liegt übrigens die Maus. Ich schläfe da auf ihrem Kratzbaum. What happens when the world ends? At least this isn't no cape barn for running into you. It's an awful house, and I wanted to get you out. I'm working on a plan right now to come through. Ich habe mich jetzt auch direkt an den Schreibtisch gesetzt, damit ich anfangen kann zu lernen. Draußen gerade war es echt richtig schön kalt. Aber ich muss sagen, es ist immer noch angenehmer draußen kalt als hier drin. Die Wohnung ist halt sehr schlecht isoliert und man heizt sich hier wirklich dumm und dämlich. Deswegen ist es hier im Winter ein bisschen kalt. Aber es ist schon okay. Es ist nur immer schöner, wenn man von draußen halt ins Warme reinkommt und es nicht irgendwie genauso kalt ist. Wie draußen gefühlt. Also natürlich ist es hier nicht so kalt drin, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also, ich werde jetzt mit dem Skript anfangen und mir da eine Lektion durchlesen, also markieren, bearbeiten und so weiter. Versuchen das schon mal ein bisschen auswendig zu lernen und dann wahrscheinlich direkt im Anschluss auch noch ein paar andere Kapitel wiederholen. Also ich bin mir noch nicht sicher, welche, aber mal schauen. Aber das steht jetzt zuerst auf dem Plan, würde ich sagen. Ich versuche eigentlich immer pro Tag halt eine Lektion zu arbeiten, beziehungsweise pro Tag, an dem ich lernen kann, versuche ich halt eine Lektion davon zu bearbeiten dann. Und mir möglichst auch schon zu merken. Aber das ist halt immer so der Plan. Deswegen fange ich damit jetzt direkt an, weil ich da halt so konkret eine Eingrenzung habe. Und dann werde ich gleich noch weiter an meinen Statistikübungsaufgaben arbeiten, weil da ist es halt so ein bisschen mehr, man hat es zwar auch nach Kapiteln unterteilt, aber das ist schon sehr viel. Und deswegen finde ich, ist das immer so ein bisschen, muss man immer so ein bisschen gucken, ob man halt dann die ganze Lektion durchgearbeitet bekommt, was halt auch immer darauf ankommt, wie schnell man die Aufgaben versteht und ob man dabei einer irgendwie mal festhängt. Aber egal, ich werde mich jetzt an die Lektion machen und mein Schal ist gerade so geil, das ist so schön.
Es ist schön weich und warm. Das kommt gerade perfekt. Okay, fangen wir an. Okay, ich habe die Lektion jetzt fertig markiert. Ich bin hier nochmal durchgegangen. Ich merke halt schon so, dass ich heute nicht ganz so aufnahmefähig bin wie sonst. Ich merke, dass ich noch so ein bisschen schlapp bin, aber ich habe das trotzdem jetzt durchgearbeitet gekriegt, was schon mal sehr, sehr gut ist. Ich werde mich jetzt aber nochmal dran setzen und ich glaube, die Karteikarten machen, die ich dazu hatte. Die Karteikarten sind halt in der Lektionsreihenfolge, aber ich mache die einfach immer total wild durcheinander. Die Karteikarten waren ja auch keine von mir, sondern die hatte ich ja auf Study Drive gefunden. Und deswegen ist es halt schon von dem ganzen Modul. Das heißt, das werde ich jetzt erstmal mich daran nochmal ein bisschen setzen. Und danach muss ich mir, glaube ich, was zu essen warm machen. Hier sind die Karteikarten übrigens und das sind 120 Stück. Ich habe aber noch nicht so viele durch. Also 5 habe ich erst richtig, weil die teilweise sehr... Also die Karteikarten sind nicht immer so nur so ein kleines bisschen, so eine kleine Definition, sondern die sind teilweise sehr ausführlich. Das heißt, einige muss man echt ordentlich lernen. Und dieses Gelbe, was ja jetzt in Gelb angezeigt wird, ist halt das, was ich schon so einigermaßen kann. Und das Rote, was ich halt gar nicht konnte. Und dadurch, dass es halt so ein bisschen die Lektionen durcheinander gemischt sind, ist es jetzt auch nicht ganz unüblich. Man muss in diesem Modul halt echt einiges auswendig lernen, weil einfach nur die Konzepte zu verstehen reicht halt nicht. Du musst halt wirklich ganz konkrete Definitionen schreiben können. Ist ja auch irgendwie logisch, ist ja normal so. Aber da muss man dann halt teilweise schon Wort für Wort Dinge lernen und deswegen, ja, wird das vielleicht noch ein bisschen dauern, dass ich da alles auswendig kann. Ich möchte mich jetzt aktuell auf jeden Fall nochmal mehr auf die Karteikarten und generell auf so auswendig lernen konzentrieren, dass ich wirklich nicht nur jetzt alle Lektionen bald durch habe und dann alles so ein bisschen im Kopf habe, sondern dass ich dann halt auch hier alles grün ist. Heard it from a friend, she was in her bed, should have known better. Katze müsste man sein. Gigi hat sich hier im Bett gemütlich gemacht, wo er aktuell den ganzen Tag schläft. Achso, Mala schläft hier immer noch im Flur übrigens. Ich glaube, die war zwischendurch auch im Schlafzimmer, aber sie liebt diesen Platz im Flur. Ich wollte mir jetzt was zu essen machen, aber bevor ich das mache, räume ich das hier alles mal auf. Dass das hier steht, liegt auch nur daran, dass die Spülmaschine schon voll war und die jetzt gelaufen ist. Das heißt, das meiste muss aber nur eingeräumt werden. Deswegen hat sich das jetzt hier so angesammelt quasi. Aber guckt euch an, wie schön dieser Regenbogen wieder hier ist. Richtig schön. Kommt halt von dieser Folie. Also ich habe hier an diese Fensterscheibe und beziehungsweise an diese beiden so eine Folie gemacht. Und wenn das dann da durchscheint, ist so ein Licht, dann riecht das halt und wirft dann überall so Regenbögen hin. Das ist richtig geil. Remember when you tried putting up a fight, but you feel stupid. Tried to make a scene, didn't change a thing, damn it, you blew it. And you're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I told my friends it all. Ich hab mir jetzt Gnocchi-Auflauf warm gemacht. Der sieht jetzt nicht so geil aus, aber ich glaube, der schmeckt geil, weil ich habe den halt in der Pfanne gemacht und dann auf die Käseseite gedreht und jetzt sieht er nicht mehr aus wie ein Auflauf, aber wird schmecken. Ich habe jetzt gerade ein paar Aufgaben gerechnet, aber ich muss sagen, meine Kopfschmerzen werden gerade ein bisschen schlimmer wieder. Was nicht so schön ist, ich habe eigentlich keine Lust, nochmal eine Schmerztablette zu nehmen, weil ich das Gefühl habe, es tut meinem Magen nicht so gut. Und ich meine, Schmerztabletten sind auch einfach nicht gut für den Magen, aber vor allem merke ich es gerade krass wieder in meinem Nacken, einfach wie verspannt er ist. Deswegen war es gar nicht so schlecht, dass ich den ganzen Tag einen Schal getragen habe, obwohl ich hier drin bin. Ich werde aber auf jeden Fall das Lernen für heute erstmal beenden, weil es bringt halt gar nichts mehr. Also ich kann mich echt nicht mehr so gut konzentrieren gerade. Ich habe überlegt, ob ich da nochmal ein paar Karteikarten mache, aber ich dachte mir auch so, ja, aber
muss jetzt auch nicht, weil ich habe halt ganz gut was geschafft. Also vor allem dafür, dass ich erst mittags angefangen habe, dafür, dass es mir nicht so gut ging, habe ich total gut was geschafft und das ist auch schön so. Und ich finde es halt auch gut, dass ich dann nicht mir davon, dass ich halt einen schlechten Morgen habe, direkt den Tag komplett so vermiest habe oder direkt gedacht habe, boah, jetzt hattest du keinen guten Morgen und keinen guten Einstieg, deswegen ist der restliche Tag so auch im Eimer, weil ich finde, das ist immer so eine ganz schwierige Art zu denken, aber ich weiß es, dass viele Leute haben, dass wenn man sich dann halt morgens irgendwie was vornimmt, beziehungsweise anfängt morgens, sich vornimmt, morgens anzufangen, dass man dann halt irgendwie, wenn das dann nicht klappt, direkt so unmotiviert ist, dass man halt gar keinen Bock mehr hat, irgendwas zu machen. Das ist natürlich sehr kontraproduktiv. Und ich meine, ich konnte ja auch nichts dafür, dass ich heute Morgen noch so Kopfschmerzen habe, dass es halt nicht ging. Also eigentlich echt gut, dass ich dann halt davon mir das nicht habe vermiesen lassen und einfach trotzdem gemacht habe. Aber ich muss halt trotzdem auch sagen, ich bin noch nicht ganz so fit. Ja, darüber bin ich auf jeden Fall sehr froh. Aber ich glaube, mit Lernen lasse ich es für heute erstmal, weil ich glaube, das wird nicht mehr besonders produktiv, weil ich halt gerade schon gemerkt habe, so bei der letzten Aufgabe, ich mache total dumme Denkfehler und so. Und ja, muss jetzt nicht sein. Okay, ich hatte jetzt gerade, man sieht meinen Mund nicht, ich hatte jetzt gerade kurz versucht, mich ein bisschen hinzulegen, zu gucken, ob es dann besser wird. Aber es ist leider gar nicht besser geworden. Also meine Kopfschmerzen werden eher wieder schlimmer. Und ich glaube, ich muss gleich eine Schmerztablette nehmen, weil ich habe morgen noch einen Zahnarzttermin. Und ich möchte den ungern absagen, weil dann verschiebt sich das halt nur noch länger. Ich möchte sowas lieber hinter mich bringen. Deswegen, ja, weil ich habe nicht so Bock auf den Zahnarzttermin. Überraschung. Wer hat Bock auf Zahnarzttermine? Naja, egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich eine Schmerztablette nehmen und mich dann nochmal hinlegen und hoffen, dass es dann weggeht. Heißt aber, dass ich das Video hier erstmal beende. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal hoffentlich ohne Kopfschmerzen. Tschüss.